Hi Leute, hier ist eure Sky Dorissa zu einem neuen Part von Kirby's Adventure Wii. Im letzten Part sind wir hier in die Rosinenruinen aufgebrochen und jetzt wollen wir uns gleich der dritten und vierten Stage widmen. Und ansonsten muss ich eine Kleinigkeit sagen, falls ich vielleicht ein wenig lispeln oder nicht ganz klar klingen sollte in diesem Part, liegt es daran, dass ich vom Zahnarzt komme. Meine Betäubung ist zwar schon fast komplett weg, aber halt noch nicht ganz und ja, wenn es halt schief geht, geht es schief. Und ich würde sagen, starten wir einfach in die dritte Stage. So, und jetzt sind wir jetzt allererstes mit Schirm Kirby. Ich glaube, die Ability hatte ich schon gezeigt. So, das ist Stein Kirby. So. Dann hauen wir die Gegner jetzt mal. Und die Musik ist ja wohl klasse. So, was ist hier unten? Was Geheimes. Aber leider kein Zauberzahnrad. Oh, schade. Wobei. Ach nee, schade. Was ist das denn für ein Viech? Mist, das hätte ich mir mal ansehen müssen. Aber verflucht, warum erledige ich das denn immer? So, ich will mal die Schirmfähigkeit ablegen. Verdammt. Ach, shit. Na gut, suchen wir uns eine andere Spezialfähigkeit. Hoffentlich mal auch mal eine, die wir noch nicht hatten. So, hier ist noch ein Hamburger für uns. So, jetzt haben wir hier zwei Wege. Sehen wir mal beide an. Ah, der hier ist ein bisschen schwieriger. Und die treffen hier zusammen. Dann haben wir hier drei Wege, die wir auch alle drei überschauen können. Und oh mein Gott, hier ist ein One-Up. Schön. Gut, und dann geht es hier weiter. Ah, hier ist wieder ein Ritter. So, und jetzt sind wir wieder Schwert-Kirby. Zumindest so lange, bis wir mal eine Ability finden, die neu ist. Was ist mit der hier? Was ist mit diesem Gegner hier? Ach, den können wir nicht einsaugen. Na gut, dann. Na gut. Stimmt, die erinnern mich an einen anderen Gegner, den ich mal im originalen Dreamland gesehen habe. Und ah! Das war böse. Oh, das war noch böser. Was soll's. So. Zauberzahnräder haben wir auch noch keine gefunden, obwohl hier vier Stück sein sollen. Entweder das Level ist verflucht lang. Oder wir machen was falsch. Und was ist das denn? Ist das... Ja, es ist eine neue Fähigkeit. Tornado. Oh, von der habe ich von Cupcake schon ganz viel gehört. Also von Kirby Cake. Die meint, die mag diese Fähigkeit sehr. Jetzt geht es rund. Dreh dich so schnell, dass nicht bei mir die Steuerung hinterherkommt. Wirble alles durcheinander. Tornadoangriff, Tornadoschraube, fallender Windstoß, steigender Windstoß oder Hypertornado. Alter, sieht das geil aus. Ist das mal episch. Die Fähigkeit ist ja absolut imber. Ja, die Fähigkeit ist wirklich absolut... Alter! Aber auch ein bisschen schwer zu kontrollieren. Man muss lernen, sie zu kontrollieren. Und ich muss sie leider schon wieder ablegen, denn... So, jetzt hier runter. Dann nach da, dann nach hier. Okay, hier gibt es wieder Tornado. Ah, jetzt muss ich die hier aufwirbeln, oder? Ja. Ein Zauberzahnrad und es ist das erste. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal gut zu wissen.
und schön zu wissen vor allen Dingen. So. Ah, da oben ist was zum Heilen. Sehr schön. Dann jetzt hier noch die ganzen Sternchen einsammeln. Oh, verdammt. Das hätte ein bisschen schneller gehen können. So. Dann geht's jetzt weiter. Moment, was ist das denn? Halt, ich will wieder runter. Kann ich denn wieder runter? Ja, gut. Und okay, jetzt bin ich... Was ist das? Moment, erstmal die Ability ansehen. Katapultiere dich mit einem Powersprung in die Luft. Schieße mit einem unaufhaltbaren Kometenangriff wieder herab. Powersprung, Raketensprung, Megasprung, Kometenangriff und ja, das war's eigentlich schon. Okay, die Frage ist, wo ich jetzt lang muss. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Und nein, ich muss wieder runter. Ich muss in die Mitte. Und da ist ein weiteres Zauberzahnrad. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt noch hier hoch. Volle Konzentration. Jetzt gehen wir wieder runter. Sammeln alle Sternchen ein, weil wir es können. So. Und, oh, das dürfte jetzt ein bisschen problematischer werden. Ja, wegen dieser Stachelviecher. Oh Gott, ich vergesse immer, wie die heißen. So, jetzt haben wir hier Cutter und Feuer. Und eine Maxi-Tomate. Ich nehme mal... Ah, nee, nicht Cutter, Boomerang. Ich kriege das immer durcheinander. Und hier ist also eine... Das ist also eine Kiste, in der eine Maxi-Tomate drin ist. Und die geht dann erst auf, wenn sie ein paar Mal getroffen wurde. Interessant. So. Jetzt gehen wir hier lang. Und scheinbar wird es hier jetzt gleich einen Boss geben. Und zwar einen König Glubsch. Ah, der scheint die Beam-Fähigkeit zu haben. So. Nein! Oh Gott. Jetzt hoch und... Oh, der kann ja springen. Oh nein, nein. Kirby, saug deine Fähigkeit wieder ein. Nein, verflucht. Und... Achso, ja, jetzt ist das doof, weil... Ich will dann, wenn wir schon Beam kriegen, dann die Beam-Fähigkeit nehmen. So, und... Aha, hier haben wir was zum Schießen. Interessant. Und. Ah, da findet sich ein wenig Curryreis extra für uns. Lecker. Und. Oh, noch ein Zauberzahnrad und noch ein Level-Up. Sehr schön. So, und. Das ist dann auch schon das dritte. Hm, schaffen wir es vielleicht sogar alle einzusammeln? Ich will ja nichts sagen, aber bislang machen wir uns jetzt ziemlich gut. So. Ah, hier müssen wir uns entscheiden. So, hier runter. Oh, dann hier rein. Da rein. Dann hier hoch und... Oh! Hehe, Glück gehabt, würde ich sagen. Nein. Gott. Und jetzt. Gut. Und
Mann, das war ja echt ein wilder Ritt. So, noch ein bisschen. Oh, komm her, hol ich mir Peitsche. Wenn du mir schon meine Dings klaust. Ah, hier kann ich mich noch aufheilen. Sehr schön. Und damit haben wir 2-3 geschafft. Jetzt gibt es noch einen wunderschönen kleinen Bonussprung. Und wir werden Dritter. Hey, gut gemacht. Ein wirklich wunderbarer Start in dem Part, oder? So, damit öffnet sich dann der Zugang zu Stage 4. Und, Testraum geöffnet. Die 20 Zauberzahnräder, die du gesammelt hast, haben die Tür zu Testraum 1 geöffnet. Alles klar. Aber wir gehen jetzt nicht zum Testraum, wir gehen zur Stage Nummer 4. Und die beginnt mit einem... Okay, die beginnt tatsächlich mit einem Schlüssel. Und nein! Oh, Viech, verschwinde. Wie töte ich dich ohne... Gut, da sind wir vorbeigekommen. Und was bist du denn? Scheiße, vielleicht hätte ich dich nicht sofort killen sollen. Warte mal, du respawnst ja bestimmt. Ah, verflixt. Komm her, du. Ja, dachte ich mir doch. Will ich dich mal einsaugen? Vielleicht hast du ja eine Spezialfähigkeit. Und hast du, und zwar die Bombenfähigkeit. Mal sehen. Bombe vorbereiten, zielen und kabumm. Begib dich und deine Gegner über. Bumm, krach, bumm. Kegle wie eine Bombe. Kegle eine Bombe und bumm. Bombe bereit. Bombenwurf, zielen. Oh. Bombe bereit und dann nichts tun. Kirby-Knaller. Das klingt nicht gut. Gerader Wurf. Bombenkleber. Bombenidee. Was ist eine Bombenidee? Was ist dieser Kirby-Knaller? Ah. Okay, die tut Kirby nicht weh, aber interessant. Und wow, die Musik hört sich ja hier krass an. Und ja, wir sind jetzt ziemlich heftige Sprengmeister geworden. Yay. So. Dann fliege ich mal weiter über diesem mehr oder weniger bewegenden Sand. Dieser Treibsand, möchte ich schon fast sagen. Ah, tatsächlich, das geht. Und das Viech ist scheiße. Ah, hier wäre wieder eine Bombenfähigkeit. Und schnell aufpassen. So, mal sehen. So. Da will ich nämlich runter. Ja. Ah, ich glaube, ich begreife. Nein. Ja, ich begreife, worum es geht. Oh nein! Okay, gut. Nee, ich muss da tatsächlich eine Bombe ablegen. Und wir haben es geschafft. Wir haben das erste von 5 Zauberzahnrädern. Sehr schön.
Dann gehen wir jetzt wieder zurück, aber ich möchte unbedingt mal eine andere Ability, weil irgendwie mag ich Bomben nicht bislang, obwohl es nett ist, als wirklich flammendes Inferno rumzulaufen und alles aus dem Weg zu schaffen, was nur geht. Außer den Dingern, die ich nicht mag. Die scheinen auch unbesiegbar zu sein oder sowas in der Art. So, Moment, was ist hier unten? Nein, hier unten ist der Tod. Gut, dann gehen wir jetzt weiter und. Ach! Okay, hier brauchen wir die Bombenfähigkeit. Weil die Licht macht. So. So, dann gehen wir mal hier lang. So, dann werde ich jetzt erstmal wieder peitschen, Kirby. Dann haben wir auch das richtige Indiana Jones-Feeling hier. Okay, hier ist wieder diese komische Schlaffähigkeit. Und was ist das? Warum blinkt das so? Das scheint aber nur so eine Art Leuchtstein zu sein und. Ah ja. Mal die Lage überschauen. Okay, hier in der Nähe scheint es einen Weg dorthin zu geben. Gehen wir erstmal nach hier. Da oben irgendwo. Oder? Es ist keine in sich abgeschlossene Kammer, das ist schon mal gut. Okay, gut, das Zauberzahnrad kriegen wir. Sehr schön. Das wäre dann das zweite. Oh. So. Gut, dann können wir jetzt weitergehen und. Ah, jetzt sind wir wieder aus dem dunklen Bereich raus, aber hier sind jetzt so komische feuerartigen Blöcke. Ich wette, die machen uns Schaden, wenn wir getroffen werden. Und. Oh, hier erwartet uns wieder ein Gegner. Oh, ich nehme dieses Mal ausnahmsweise die Beam-Fähigkeit. Obwohl ich ja Boomerang auch sehr gerne mag. So. Du bist also ein Wassergalboros. Oh, das heißt, du hast die Wasserfähigkeit. Dich will ich gleich haben. Nein. Oh Gott, das war Scheibe. Und verdammt, ich muss kurz schneiden. Bis gleich, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. Habe vergessen, dass ich noch beim Einkäufer reintragen helfen wollte. Und dann habe ich was genommen gegen die nachlassende Betäubung. Also Tablette, weil das angefangen hat, weh zu tun. Meine Betäubung ist immer noch nicht ganz weg. Irgendwie schon anderthalb Stunden später, aber egal. So, jetzt müssen wir weiter gegen den Wassergalboros kämpfen. So, dann jetzt was aufladen und schießen. Aufladen und schießen. Auf der Flucht. Nein. So, jetzt haben wir es aber mal geschafft. So. Und jetzt holen wir uns eine meiner Lieblingsfähigkeiten, nämlich Wasser. Alleine wegen dem Surfen ist die episch. Auch sehr nützlich hier, weil ja, genau das, weil man jetzt die ganzen Feuersteine hier löschen kann. Und hier findet man noch ein nettes One-Up. Verdammt. So, gut, dann gehen wir jetzt noch weiter. Immerhin fehlen uns noch 3 Zauberzahnräder. Und das Levelende haben wir auch noch nicht erreicht. Das müssen wir ja auch noch irgendwie schaffen.
Nein, auf Flucht. Nein, nein, gib mir meine Wasser-Ability wieder. Und jetzt schnell weg. Nein. Oh, diese. Ah, egal, jetzt hole ich mir Boomerang. So. Die Frage ist jetzt bloß, wie wir das jetzt durchhalten mit so wenig Gesundheit. Und oh, gut. So. So, und jetzt schnell weiter hier lang. So, das Viech erledigen. Das auch noch. Blöde Fledermäuse. So, und hier ist ein Kristall. Ah, mit dem bin ich unsichtbar. Ist ja mal geil. Ach, Moment, ich kann auch überall durch. Aha, und hier gibt es auch noch eine Teigtasche. Geile Sache. Im Ernst. Okay, dann gehen wir mal hier durch und... Aha, wir haben ja also immer noch den Kristall. Und ein Zauberzahnrad. So, und jetzt kommen wir hier natürlich nicht mehr durch, aber wir können hier rausfliegen. Hehe. So, und vor allen Dingen können wir uns jetzt weiter aufheilen. Wenn ich den Kristall wieder geholt habe. So. Gut, dann hier nochmal der Kristall. Und dann geht das jetzt weiter. Ungesehen, unbemerkt. Und aufgeheilt. Also nicht komplett, aber geheilt. Aha. Es ist fast so, als seien wir nicht da. Man sieht nur noch ein wenig von der Optik. Okay, wo sind wir jetzt und warum sind wir hier? Und oh, jetzt sind wir Schwert-Kirby. Nein, oh Gott, wo ist der Kristall hin? Halt, Leute, wartet mal. Wir brauchen noch mal einen neuen Kristall, oder? Ah, nein! Obwohl, ich hätte einfach nur zurückgehen und die Ability neu holen müssen. Verdammt. So, jetzt hier runter. Ist hier noch irgendwas? Nein. Aber... Oh, hier ist wieder... Alles klar, Moment. Hier kriegt man wieder das Ultraschwert. Yeah, Mann. Finde ich toll, dass man ein bisschen mehr von den Abilities wieder sieht. Oh, verflucht. So. Dann hier noch was kaputt machen. Oh, und was wir jetzt alles an Sterne kriegen, ist ja mal episch. So. Hier nochmal mit dem Hackebeil auf Doom. Und wir sind auch noch richtig... Oh, wir sind wieder komplett geheilt. Ist ja mal episch. So, hier nochmal... So, noch ein paar Sternchen eingesammelt. Und dann spurten wir uns mal. Und, ah, was haben wir denn da? Eine von den Sonderdimensionen. Und da ist das Levelende. Na gut, dann gehen wir da doch mal rein. Dann erwartet uns also wieder ein Sphärenspuk. Hm? Moment. Oh Gott, ich... Nein! Ich habe vergessen, wo ich lang muss. Deswegen habe ich das nicht gesehen. Und ja,
Jetzt sind wir rausgeflogen, haben keine Ability mehr. Na, was soll's, wir haben ja eh keine Ability dort. Aber wir müssen nach unten. So, ja. Im Übrigen, ich habe den Tipp erhalten, dass man, dass hier reinspuckt, dass man hier schneller vorankommt. Beziehungsweise die lilane Masse uns nicht weiter verfolgen kann für eine gewisse Zeit. Das ist in Situationen wie diesen, glaube ich, sehr nützlich. So. So, und jetzt schnell weiter. So, ich glaube, wir müssen nach oben. Bin ich mir nicht ganz sicher. Oh Gott, schnell durch. Gut, das hätten wir geschafft. So, dann haben wir hier einmal Schwert und einmal Boomerang. Hm, ich benutze ja gerne Boomerang, aber ich werde Schwert nehmen. Einfach weil Schwert. So, und jetzt erwartet uns hier wieder ein Sphärenspuk. Und ja, wir sind ein bisschen immer mit dem Nein! Ich bin jetzt schon zweimal verreckt. Alter, nein! Also so blöd kann ich noch wieder nicht sein. Und ich glaube, ich nehme Boomerang. Verdammt. Schneller, schneller, schneller. Nein, 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 nein. So. Runter. Oh nein. So. Ich darf jetzt nicht zu oft getroffen werden. Gut. Nein, 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 nein. So, weiter. So, schnell weiter. Und weiter. Jetzt wissen wir ja zum Glück den Weg. Schnell durch und diesmal nehme ich Boomerang und dann sollte das Ganze klappen. Gut. So, und jetzt nochmal gegen den Sphärenspuk. Oh, verflucht. Verflucht schon wieder. So, gut. So, wenn du wieder in meine Nähe kommst. Ah, wunderbar. Ach, wir haben schon geschafft. Super. Und dadurch erhalten wir natürlich noch 2 Zauberzahnräder. Und haben wieder alle gefunden. Mann, bislang läuft das ja richtig gut. So, jetzt sind wir noch geheilt. Und werden wieder entlassen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen gefailt, aber es ging. So. Und damit schließen wir das Level ab. Und jetzt noch der Bonussprung. Und bitte, diesmal will ich nicht Erste werden. Oh, schade. Was soll's. Das war auch nicht schlecht. So, mal sehen. Jetzt kommt das große Boss-Level. Haha! Prüfung freigeschaltet. Nell?
Ach so, neu. Ups. Ich lese da irgendwie immer Nell, aber es heißt neu. So, die 25 Zauberzahnräder, die du gesammelt hast, haben die Tür zur Peitschenprüfung geöffnet. Ist auf jeden Fall etwas, das wir wieder mal zeigen könnten. Aber ich möchte hier jetzt den Part beenden. Und im nächsten Part werde ich es dann so machen, da mir nur ein einziges Zauberzahnrad fehlt, werde ich das holen. Und dann, ich weiß ja sogar, wo es ist. Ich weiß auch in etwa, wie ich es bekommen kann. Beziehungsweise ich habe mir eine Strategie ausgedacht, mit der ich das holen könnte. Und dann werde ich mal im nächsten Part sehen, dass ich das kriege. Notfalls schneide ich einfach nur rein, dass ich es kriege. Und dann werden wir den Boss machen. Wer das ist, keine Ahnung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.